So, willkommen zurück zu Pokémon Perfect Platin. Ja, wir stehen gerade nicht mehr im Überlebensareal, weil ich habe jetzt, wir haben alle Trainer besiegt und darum dachte ich mir, fliegen schon zu Top 4 und, ich habe mich aufs Screen ein bisschen vorbereitet und zwar habe ich erstmal trainiert, alle auf 70, dann habe ich jedem einen Sonderbonbon gegeben, weil es gerade noch gepasst hat. Jetzt haben wir keine mehr, sind alle auf 71 jetzt. Damit müssen wir durchkommen. Nee, ich habe echt an den ganzen Tag an den Trainern trainiert und das hätte ich ja nicht jetzt aufnehmen müssen und, nee, ich habe keinen Zeitraffer gehabt, darum muss das so passen. Ja, alle auf 71. Vorstellung mache ich gleich mal ganz kurz. Ich habe Items, ganz viele. Ich habe alles verkauft, was ich nicht brauche. Ich habe die Schürze verkauft, ich habe alles verkauft. Ich habe hier eingekauft 176 Top-Genesung, 198 Beleber. Das müsste eigentlich reichen. Die Sachen hier sich noch auf. Geben, aber das gucke ich mal. Wir haben noch Äther, Elixiere, das haben wir alles noch in Vorrat. Bälle habe ich alle verkauft und ja. Gucken wir uns das Team mal ganz kurz an. An den Attacken habe ich nichts mehr verändert, so wie sie vorher waren, aber dazu komme ich dann gleich noch zu sprechen. Also, Sahara trägt nach wie vor eine Eisplatte. Ja, man sieht, die Werte sind absolut scheiße eigentlich. Ja, man kann es ja anders sagen, die Werte sind scheiße, so. Aber ich werde trotzdem mal gespannt sein, wie wir mit Yugong durchkommen. Attacken, Lawine, Surfer, Ampelleuchte und Zugabe. Zugabe kann echt vielleicht helfen, ich weiß es nicht. Das wird sich zeigen. Layla habe ich die Unlichtplatte weggenommen und stattdessen die Überreste gegeben. Weil Layla wird jetzt in der Top 4 mehr darauf fixiert sein, Toxic Stalling zu betreiben. Im Prinzip hätte ich dafür statt Rückkehr Mondschein beibringen können. Aber mir ist dann doch Rückkehr ein bisschen lieber, damit ich noch ein bisschen Schaden austeilen kann irgendwie. Aber im Grunde wird Layla nur tanken dürfen und Toxic Stalling. Also weniger angreifen halt so. Wie ich das beim Psychotrainer mache, weiß ich noch nicht. Vielleicht mache ich da mal eine Ausnahme. Aber da gucke ich mal. Cherox trägt nun nicht mehr den Kingstein, sondern einen Lebenorb, weil er einfach nur Schaden rauskloppen muss mit seinem Monsterangriff. Ja, Attacken sind nach wie vor Kreuzschere, Eisenschädel, Durchbruch und Schwerttanz. Durchbruch, ich weiß immer noch nicht warum, brauche ich nicht mehr, aber gut, ich habe auch keine besonderen Alternativen, von daher geht schon so. Dustin trägt noch immer einen Magneten, hat einen guten Angriff, ist auch recht schnell für mein Team so verhältnismäßig. Und ja, Attacken immer noch, also hat sich nichts geändert an Attacken, ne? Funkensprung, Knirscher, Stärke und Angeberei. So, und Laura haben wir auch noch. Trägt auch immer einen Drachenzahn. Vielleicht werde ich das zwischenzeitlich mal auf Pudersand aus umwechseln. Muss ich mal gucken. Beim Feuertrainer wahrscheinlich dann, ja. Die Werte sind okay. Es ist defensiv, es ist ein bisschen offensiv. Also, ne, so alles ein bisschen halt. Und nach wie vor Fliegen, Drachenklaue, Erdbeben und Drachentanz. Ich habe kurzzeitig überlegt, ob ich vielleicht statt Fliegen Himmelsfeger beibringe. Himmelsfeger ist erstmal doppelt so stark wie Fliegen. Aber Himmelsfeger hat den Nachteil, dass ich eben dem gegnerischen Angriff in der Zeit nicht ausweiche. Und darum wäre es mir Fliegen dann doch ein bisschen lieber gewesen. Aber das wird sowieso ein Angriff sein, den wir nicht so oft nutzen. Ach nee, ist gar nicht doppelt so stark. Himmelsfeger hat nur Stärke 140. Achso, okay. Von daher gucken wir mal, wie sehr das ins Gewicht fallen wird. Ja, und so gut. Saskia habe ich, hatte normalerweise Schlauglas gehabt, aber für den Kampf jetzt gegen den Käfertrainer gebe ich ihr doch lieber die Holzkohle. Weil wegen Flammenwurf. So, ganz einfach. Und ja, die Werte. Spezialangriff ist okay. Spezialdefensive ist natürlich noch besser. Und auch das schnellste im Team damit. Gut, ich würde sagen, mit dem Team fange ich da an. Gegen die Top 4. Ich guck mal, dass ich die Top 4 selbst in zwei Parts durchkriege. Und dann den Champ in einem letzten Part. Also werden wir wahrscheinlich bei 113 enden. Ist so meine Vorstellung. Ja, ich würde sagen, wir gehen rein. Und guck mal, was die Top 4 für uns bereithält. In den Rückkämpfen. Das wird richtig böse, levelmäßig. Das kann ich mir schon denken. Ach, warum hat er keinen anderen Dialog? Komm. Warum hast du keinen anderen Dialog, du Sau? Ist ja langweilig. So. Herr Baro. 5 Pokémon nach wie vor. Und er fängt an mit Jan Mega. Auf 74. Das ist das niedrigste Level, das wir hier in der Top 4 erwarten dürfen. Und das war das höchste Level bei den Rückkämpfen. Das möchte ich auch mal so anmerken noch.
Okay, ja, Mega ist schneller. Ich hoffe, das zieht nicht über die Hälfte. Okay. Flinch, das ist jetzt ungünstig. Aber gut, ja, Mega ist sowieso schneller. Ich möchte einmal Nasty-Plot durchkriegen. Ein einziges Mal nur. Das reicht nur. Das müsste eigentlich reichen, um es zu besiegen. Also, um den Trainer alleine schon fertig zu machen. Wenn ich noch irgendwas verdammt Schnelles kommt vom Gegner, was ihn einfach outspeedet, dann habe ich nie ein Problem. Und Doppelteam passt mir aber eigentlich auch nicht so sehr. Na, man weiß ja, ich hasse Evasion-Sachen. Ich hasse es einfach. Ach, aber wer tut das nicht? Ja, genau deshalb hasse ich es. Weißt du, das ist, einfach nur ungerecht, sowas. Natürlich ist jeder Tag irgendwie ungerecht, wenn man so Drachentanz nimmt, dann macht sie einfach schneller und keine Ahnung was, aber... Nee, ist einfach scheiße so. Ist einfach blöd. So, Ende, Punkt, aus. Blöd. Okay, also ja, Mega soll die an sich hinkriegen. Die Frage ist, was kommt als nächstes? Und, ist das hier dann schneller als das nächste? Das ist auch die große Frage. Da mache ich mir am meisten Gedanken drüber, ob Saskia überhaupt schnell genug ist. Hornweise, ja, das ist ein Verteidiger, das müsst ihr an sich hinkriegen. Das Vieh kann ja wahrscheinlich Juwelenkraft, deshalb wird es einen wechseln. Sollte aber an sich auch kein Problem sein. Juwelenkraft ist eine ziemlich schwache, spezielle Steinattacke. Na, ich bin Stärke 75. Also auch nicht so schwach, okay, aber da Hornweise noch keinen Step drauf kriegt, kann man es auch vergessen. Gut. Zwei besiegt. Jetzt kommt Scaraborn. Scaraborn ist wahrscheinlich schneller als Volnona. Nein, ist es nicht. Oh, das wundert mich aber. Sonst ist Scaraborn immer so richtig schnell hier unterwegs. Aber gut, heute anscheinend nicht. Das ist schön, wenn ich so gut durchkomme. Das freut mich echt. Das macht die letzten Parts nochmal ziemlich erträglich. Oder nicht? Ja, finde ich schon. Drei besiegt. Nummer vier kommt so gleich. Scherox. Ja, das ist kein Problem. Da bräuchte ich überhaupt nichts. Ist auch langsamer, also von daher. Tschüss, Scherox. War schön mit dir. Also die kurze Zeit, die wir verbracht haben. Und zuletzt kommt... Was hat er noch gehabt? Das weiß ich gerade nicht mehr auswendig. Was hat er noch gehabt? Zerpeise? Nein. Nicht Zerpeise. Wieso was? Pinsir? Vielleicht? Ach so, stimmt ja. Das Vieh, was ja gar kein Käfer ist. Ach ja. Da war ja was. Du bist doch gar kein Käfer, mein Freund. Warum bist du denn schon wieder hier? Sag mal. Finde ich nicht okay. Giftundicht ist kein Käfer, nur weil die Vorwirkung Käfer ist. Meine Güte. Hätten sie die Idee zum Rückkampf ändern können. Ach, der Brand kommt ja genau richtig. Oh, oder auch nicht. Zitrobeere. Ach, schade. Es hätte gereicht. Wenn der Brand funktioniert hätte. Hätte gereicht, aber... Es wollte nicht so sein. Flammenwurf. Na, vielleicht hätte ich auch aufheilen sollen. Oder Irrlicht einsetzen sollen. Das wäre vielleicht noch besser gewesen. Ja, ich hätte Irrlicht einsetzen sollen. Dann wäre das weniger ein Problem hier. Hätte der Brand das so weit runterbringen können, dass ich mit Flammenwurf dann im nächsten Zug einfach draufballern kann. Und vor allem wäre sein Angriff gesenkt. Oder es geht so. Umso besser. Gut. Ja, guck mal. Saskia hat einen Kampf allein gemacht und kriegt dafür auch ein Level-Up. Ist das nicht gerecht? So sieht Gerechtigkeit aus. Gut. Herr Baru zum zweiten Mal besiegt. Das ist ja schon mal etwas. Gut. Nummer 2 dann direkt. Ich glaube, das war ein Bodentrainer, wenn ich mich richtig erinnere. Ja, war ein Full Restore drauf. So, bitte sehr. Okay. So, das wäre natürlich so, sich eine Sache für Sarah. Nur Sarah hält wahrscheinlich nicht so viel aus hier im Kampf. Das heißt, Sarah wird Probleme kriegen. Gegen die Boden-Pokémon. Und zwar ganz gewaltig. Vor allem, wenn die noch Steinkante können. Na, gucken wir mal, was wir hier hinkriegen. Einfach mal schauen, ne? Man weiß es ja nie. Ah, da fängt mit Wasserboden an, stimmt ja. Da war ja was. Na, aber ich habe ja keine Pflanzattacken im Team, also von daher ist es auch egal. Du bist schneller, das freut mich sogar. Das war sogar genau das, was ich wollte, weil ich habe nämlich Lawine eingesetzt.
Lawine ist einfach Yugongs stärkster Angriff. Kann ich nichts gegen sagen. Es ist der stärkste Angriff, den ich habe. Aber trotzdem nicht so viel. Der Sandsturm kommt mir an sich ganz recht. Wenn du mich nämlich gleich nochmal mit Erdkräfte angreifst, kann ich dich nämlich one-hitten, weil das ist nicht nur den halben Schaden anrichtet. Das kommt mir an sich ganz recht. Jetzt musst du mich nur nochmal treffen mit dem Angriff. Dann bin ich ganz, ganz zufrieden. Danke sehr. Hat's mir gerade ein bisschen leichter gemacht, das kleine Welser. Das ist schön. So, und Lawine und Down. Also mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit down. Ja, genau. Hat's ja genau richtig gemacht, das kleine Welser. Das ist schön. The Sandstorm Wages. Ah, oh, und ich werde getroffen. Arsch. Na gut. Geowatz. Das müsste ich an sich noch hinkriegen können. Hat natürlich durch den Sandsturm jetzt erhöhte Spezialverteidigung. Darum kann es vielleicht überleben, den Surfer. Na, ich glaube, es überlebt den Surfer. Garantiert. Bin ich mir dann doch ziemlich sicher. Ja. Ganz knapp, aber überlebt. Und darauf kam es mir an, dass es überlebt. Das ist jetzt die Sache. Was machen wir denn gegen dich jetzt, Geowatz? Hä? Du wirst wahrscheinlich erstmal geheilt werden. Wenn ich da jetzt mal richtig denke. Und ich glaube, das kriege ich gerade so mit dem richtig denken. Dann setze ich doch am besten jetzt Domme ein. Der müsste auch was reißen können, oder nicht? Du wirst wahrscheinlich geheilt werden, also mache ich einen Schwertanz. Genau. Ach, schön, wenn man an alles so kommt, wie man es denkt. Das ist immer schön. So, Schwertanz. Angriff boosten und dann geht's wohl ein bisschen mit Eisenschäden hier los. Und vor allem haben wir auch den Lebenorb ausgerüstet. Damit machen wir nochmal 30% mehr Schaden. Und ich glaube, das wird einiges ausmachen später hier. Einiges. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Doch, okay, ist ein bisschen Schaden drauf. Macht aber nichts. Sehr nur 10% oder so. Ja, so fast. Gliscor. Ja, ich bin draußen gekommen, wo ich gerade geboostet bin. Da wechsle ich doch nicht aus. Nochmal Eisenschädel. Au, Feuerzahn. Warum kannst du Feuerzahn, du Sau? Oh, überlebe ich das. Das wird hart. Das wird richtig hart. Das wird richtig, richtig, richtig hart. Boah. Also viel enger geht's aber auch nicht, ne? Meine Fresse, aber jetzt wird sich doch mal selbst umbringen mit dem Lebenorb. Ja. Schade. Na gut. Wird es jetzt geheilt, ist die Frage. Ich weiß es nicht. Jetzt mal leider ein. Ich glaube, es wird nicht geheilt. Nein, wird es auch nicht. Gut. Ach, schön, wenn alles so läuft, wie man sich vorstellt. Okay, ich kann mir natürlich vorstellen, dass es besser laufen kann, aber... So, meine Vorstellung ist ja bisher richtig gewesen, ja. Okay. Du hast jetzt noch Hippoteros und noch irgendwas anderes, glaubt ihr, oder? Oder hast du nur eins? Ja, genau. Heilt erstmal Leila, hast du dir verdient. So. Ach, genau. Das gibt's ja auch noch. Rihornior. Okay, kein Ding. Nein, kein Top-Beleber. Normaler Beleber reicht. Auf Sarah. Ich muss ein bisschen jetzt stallen. Ja, das überlebst du sowieso nicht. Das kannst du vergessen, Leila. Das überlebst du nicht. Niemals im Leben. Sag ich ja. 81. Scheiße, welches Level kommt es sind hier am Ende? Wenn das schon 81 ist nach dem zweiten Kampf hier. 84, 87, 90? Knacker auf 90? Wenn ja, bin ich geliefert. Aber so gewaltig geliefert bin ich dann. Ohne Scheiß jetzt. Das schaffe ich nicht. Ich weiß nicht wie. Ich muss natürlich wieder... Ich werde es wieder so versuchen wie beim letzten Mal. Ich werde wieder Laura so derbe hochboosten lassen bei Krupuk, dass sie hoffentlich alles alleine macht. Ich sehe keine andere Chance. So, jetzt noch Hippoteros, okay.
Dann haben wir den Kampf ja auch geschafft und dann macht man den Part einfach mal Ende und dann, ja, sind wir alle glücklich und zufrieden. Ich sag ja, 2 Kämpfe pro Part will ich machen. Ich kann natürlich versuchen, noch den 3. reinzukriegen. Das ist dann gegen Ignaz. Lass mal lieber. Der wird auch noch problematisch, glaube ich, mit seinem Panferno. Wahrscheinlich auf Level 84 dann. Das wird dann doch ein bisschen gemeiner. Ein bisschen ist gut. Schaffe ich niemals. Ich habe eigentlich gedacht, dass Cynthia Stacker auf 85 sein wird, aber wie es aussieht, wird es auf 90 sein. Wenn ich so die Levelkurve hier betrachte. Das. Keine Ahnung, was ich da machen soll, ernst jetzt. Was mache ich jetzt überhaupt? Das ist doch eine Frage. Was mache ich jetzt überhaupt? Das dann opfer dich mal für die Gemeinschaft. Ich muss nämlich eine kleine Robbe wiederbeleben. Eine ganz kleine Robbe, die verlangt, wieder aus dem Kinderparadies abgeholt zu werden. Oder aus dem Todesparadies. Todesparadies. Ja, okay, ich höre schon auf. Ich hab's kapiert. Ich höre schon auf. Ach, ich merke jetzt, dass das Rihorn ihr stärkstes Pokémon war. Haha. Na gut. Aber trotzdem 81. Es ist höher, als ich erwartet habe. Das ist ein Level höher, als ich erwartet habe. Echt. Oder na, vielleicht sogar 2 Level. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall höher. Und ich stehe nicht so drauf, hier dann nochmal wiederholen zu wollen. Echt nicht. Also noch weiter zu trainieren vor allem. Da habe ich so derbe keinen Bock drauf. Weil es hat jetzt hier schon Ewigkeiten gedauert, bis sie auf 70 waren. Wenn ich es noch auf 75 trainieren muss. Oh, das dauert ja noch viel länger, ey. Also da muss ich mir echt was überlegen noch. Naja, egal. Auf jeden Fall ist der 2. Trainer besiegt. Das ist ja schon mal etwas. Irgendwie kriegen wir es schon durch. Irgendwie. Ich habe gesagt, auch noch 6 Top-Beleber. Darum hoffe ich mal, dass das dann so klappt. Ja, ich hoffe. Im Prinzip könnte ich natürlich auch Laura einfach alle Kämpfe jetzt machen lassen, aber das wäre ja ein bisschen langweilig. So, erstmal wiederbeleben und heilen alle. Nicht wahr? Muss ja sein, sonst angeschlagen im Kampf gehen ist auch scheiße. So, heile machen. Und da oben auch. Und vor allem da links. Ich meine, Items habe ich genug zum Heilen, aber die Frage ist halt, wie komme ich damit durch? Zum AP-Stalling wird es bei ein paar Gegnern reichen. Das will ich jetzt nicht bestreiten, aber das ist echt das Letzte, was ich machen wollte. Wenn ich gar keine Chance mehr sehe. Aber wo wir Chancen reden, nächsten Part kriegt dann Ignaz die Chance, uns zu besiegen. Na, wie gesagt, die Chance. Gut, also würde ich sagen, bis zum nächsten Part bei Ignaz und Lucius. Oder wie der Typ auch mal heißt. Egal, bis dann.